Bergstim ist heute vor Ort auf der Grossbaustelle Tschedi. Wir werden einen wichtigen Mitarbeiter kennenlernen, der Urs Güttinger. Er ist der Baumanager von dem Ganzen und zeigt uns, was im Hintergrund läuft. Moin, Asti. Moin, Asti. Ja, gut, guter Start heute Morgen. Ja, das ist gut. Du hast heute den Bergstimm ein bisschen umführen, was ihr in der Kulisse macht. Du erzählst auch etwas über deine Person. Ja, genau. Das machen wir. Aber dann gehen wir schnell auf einen ruhigen Sörtchen. Dann sind die nicht so gestört. Hä? Machen wir das. Dass sie auch weiter arbeiten können. Im Moment so viel Jubeltrubel. Dann komme ich schnell mit. Hä? Okay. Wir können dann nachher auch noch auf die Baustelle schauen. Urs, du bist hier jetzt Andermatt. Und du bist diplomierter Bauleiter, du hast das Hotel Tschedi unter dir. Und wir wollen ein bisschen wissen, was du machst hier, wie das läuft und gehen nachher auch noch mit dir hinter die Kulissen schauen. Erzähl mal, wo bist du da dran und wer bist du? Also, ich kann das einmal kurz zusammenfassen. Ich bin als Bauleitungsbüro in Gloris und bin jetzt als Freelancer da. Das heisst, ich mache ganz grosse Bauten in der ganzen Schweiz eigentlich. Ich habe angefangen mit Pharma-Bauten, also Chemiebauten. Von der Lohnzeit in Wallis gesehen, lang, hat mir auch sehr gut gefallen. Dann bin ich lang in Basel gewesen, wie der Novartis, 5-6 Jahre lang, für die grossen Bauten vom Campusgebiet. Und dann ist der Zufall gekommen, dass der Projektleiter von der Novartis hat ein Angebot bekommen, über das Projekt ASA, Saviris, hier aufzukommen auf Andermatt. Und das hat mich immer sehr gereizt, vom können sagen, du hast mal, das ist jetzt auch vor 4,5 Jahren gewesen, wo noch ein wenig eigentlich da baulich vorhanden war. Und ich bin dann da raufgekommen, um einfach die Unterstützung machen im Baumanagement, das heisst die Ausführung der Bauten. Und nicht die Planung oder Projektierung, sondern wie es auch der Titel schon sagt von meinem Job, ich bin Bauleiter, habe das Büro noch mit 6 anderen Mitarbeitern, die jetzt andererseits in den anderen Teilen der Schweiz Industriebauten weitermachen. Und ich bin leider oben. 4 Tage Minimum, weil sonst ist einfach die Anspannung zu gross zum Hin- und Herfahren auch. Mir gefällt es sehr gut hier oben, ist ähnlich wie im Kanton Gloris, wo man den Bergwelt ein bisschen geniessen kann, wenn man mal Zeit hat. Oder? Die Bevölkerung ist sehr freundlich und aufgeschlossen, ich habe einen guten Draht dazu. Wir sind, ein Haufen sind beim Militär schon hier oben gewesen, ich selber auch. Und dass dort irgendwie eine gute Chemie bilden, auch dass man Freude hat, um hier oben zu arbeiten. Oder? Und unser Job ist aufgeteilt in eine Beratung von der Bauherrschaft. Oder wir erstellen eigentlich alles unter der Andermatt Swissalp erstellen. Weil dort gibt es eigene Geschäftsleitung. Und der Herr Achenbach ist dort der Projektmanager von dem Ganzen. Er tut alle Projekte in Andermatt Manager Poolseats. Und für jedes Objekt, sei es ein Symposium oder ein Skigebiet oder Golfplatz oder eben Tschedi, hat er ein eigenes Team. Wir sind angestellt von der ASA dann. Und ich bin bei Dres und Sommer, habe ich ein Mandat übernommen. Das ist ein sehr grosses Baumanagement, eine sehr grosse Baumanagement-Firma in der Schweiz und in Deutschland. Und das wäre für mich allein sowieso zu gross gewesen. Und ich hatte das Glück, dass ich zusammen mit Herrn Achenbacher mit Dres und Sommer ein Agreement finden konnte, wo ich jetzt hier oben das Team da zusammen führen kann. Natürlich ist dann die Unterstützung auch von Dres und Sommer da, der Herr Seidelmann, den wir vorhin gesehen haben, ist hier der Manager vom ganzen Team. Und ich führe das hier oben und habe gross den Plausch, um all die vielen Firmen zusammenzubringen und zu koordinieren. Was natürlich nicht allein ich bin, sondern wir sind im Moment etwa um die 20 in der Projektleitung. Ingenieure, verschiedenartige Bauphysiker, vor allem nachher gerne nachher mal als Architekt, der alle Pläne umsetzt, die man da zum Teil sieht, die Bauprogramme umsetzt. Und das ist das Wichtigste, dass wir einen guten Architekt haben, der alles auf Deutsch versteht. Weil wir haben 5 verschiedene Planer in der ganzen Welt. Sydney, Japan ist der Kucheplaner, dann der Hauptplan ist in Kuala Lumpur, sein Architekt ist in Mexiko und so weiter. Und das gibt natürlich eine sehr schwierige Phase auch von der Zeitverschiebung. Wir haben ein Problem, dass wir alle zur gleichen Zeit am Arbeiten sind. Und diese Koordination ist nicht ganz einfach, da gibt es aber wieder andere Leute. Weil wir müssen hier eigentlich schauen, dass wir die Daten überkommen, dass wir da aussen das hinbringen, wo wir müssen, auf den 20. Dezember das nächste fertig haben.
Und das müssten wir jetzt draussen vielleicht einmal noch anschauen, wie der Ist-Zustand ist, dass ich mal zeigen kann, was überhaupt wo schon ist oder gebaut wird oder was schon fertig ist, dass man noch einmal Einblick bekommt über das riesige Volumen, das hier überhaupt in Andermatt gemacht wird. Schwierig ist der Transport da oben, die Logistik. Wenn ich in Basel war, wie der Novartis, da hätte jeder können mit dem Autobahn fast hinfahren. Wir hatten Lastenzeuge, die sind innen und raus. Und da war heute wieder ein Beispiel mit dem Schnee, oder? Das ist ja so. Ich komme mich mit dem gut abfinden und weiss, wie reagieren. Aber die verschiedenen Speditionsfirmen, wir haben Firmen von Italien, weit unten von Österreich, dann viele Deutsche natürlich. Und die sind die Chauffeure schon manchmal überfordert und so weiter. Also das stellt uns rechte Forderungen für die Transportlogistik, dass wir das Material für so viel Volumen überhaupt aufbringen. Mhm. Zur rechten Zeit. Mhm. Einmal kommt es dann schon, aber nicht immer zur richtigen Zeit. Jetzt, das klingt ja nach unheimlich viel Arbeit. Ist denn dein Arbeitsplatz eigentlich mehr im Büro oder bist du mehr draußen? Eigentlich leider für meine Grundidee, wenn ich einmal hatte, zum Baumanagement machen, ist er jetzt leider mehr im Büro. Es ergibt sich automatisch. Mm-hmm. Wichtig ist, dass draussen die Leute arbeiten können, dass unsere internen Bauleiter draussen mit diesen Leuten die Daten anschauen können. Aber es ist wichtig, dass man jetzt einen Terminplan macht. Die Kosten muss man immer kontrollieren und im Griff haben. Und vor allem die Koordination, dass die richtigen Pläne jetzt kommen. Und dass wir nicht planen, dort, wo wir nicht bauen können, sondern dort, wo wir bauen wollen. Und das ist wichtig, dass man jetzt das an Sitzungen, Koordinationssitzungen, immer bereitstellen, damit wir da keine Pause haben von außen. Das Wetter macht uns genug Schwierigkeiten, mit etwas machen oder nicht. Oder? Da sollten wir in der Planung wenigstens immer an Schur sein. Und das sind wir eigentlich grundsätzlich auch. Ja. Gut, jetzt führen wir dich heute zum Büro aus entführen und du tust uns ein bisschen zeigen, was schon gemacht worden ist und was noch machen ist. Ja, Urs, wir sehen jetzt hier einen Teil des Hauses, wo das Gerüst schon weggenommen worden ist. Und meine Frage ist, bleibt jetzt das so weiss? Ja, also die Fassade bleibt schon so weiss. Die haben wir extra so schön gemacht mit dem Abrieb, das ist klar. Aber es ist architektonisch so aufgeteilt, man hat gewisse Elemente mit Naturstein. Die Sockelwirkung, die vor allem in den Baukörperinnen ist von da, das ist der Dämmen, der Sockel da. Der ist in einem schönen Granit-Naturstein. Der ist auch dauerhaft, das sieht man, der ist auch massiv gebaut. Und dann oben hat man als Auflockerung nicht alles in Holz machen. Man hat dann gewisse Fassadelemente in Abrieb, das heisst, es ist eine Putzträgerplatte davor, hinter der Isolation. Und die ganze Fassade, die man jetzt hier sieht, die wird jetzt noch verkleidet mit Holz, sogenannten Lattice. Das heisst, man sieht, oberst oben im Dach sieht man die Eisen, die jetzt dort schon eingelassen sind. Und dort oben gibt es jetzt alles dicke Holzstämme, die oben runterkommen. Und immer, wo es Geländer ist, werden dann dort noch mal Holzelemente eingesetzt. Die Geländer in Glas sind nur da, damit man den Windschutz hat. Wenn jemand sich auf dem Balkon hinlegt, mal im Sommer, kann ja auch mal passieren, dann ist der Windschutz da, ist aber draussen nachher nicht mehr einsichtbar. Weil das ist alles die Lattice, wo man so eine Konstruktion hat. Man sieht das sehr gut auf dem Modell im Infocenter, wie das also mal später aussieht. Ist alles eigentlich dann trotzdem eine Holzfassade. Ah, aber den Grund haben wir jetzt natürlich so aufgebaut, dass wir das Gerüst wegbringen. Und die anderen tun wir dann alles mit Kränen extern später dann im Frühling hin. Danke. Nein, die Leute wollen das gar nicht lesen. Das ist ja so, die haben keine Zeit. Also da haben wir jetzt einen Bereich, wo dann mal das öffentliche Restaurant kommt. Da sind wir jetzt im Rohbau fertig. Das heisst, wir machen hier jetzt die Rohbauarbeit an der Decke zuerst machen, damit dann die Decke einmal abgerüstet werden, damit wir am Schluss dann die Wände und den Boden noch rein tun. Da sieht es jetzt noch ein bisschen leer aus, aber es ist ja so, dass es hier ist dann mal spannend später zu schauen. Da gibt es einen grossen Käsekeller. Und zwar ist der alles in Glas dann, wo man da die verschiedenen grossen Käseleib anschauen. Da kann der Gast dann später sagen, wie von dem und dem Käse noch eins haben. Da sind verschiedene Küchen, die dann mit Glas sind. Das gibt dann Kochnischen, wo die verschiedenen Köche dann sitzen zu bereiten. Und da außen einfach alles rundum mit verschiedenen Tischmöglichkeiten. Das ist das eine Restaurant. Der andere Restaurant ist noch hinten dran. Im anderen Haus 3, das ist gegen das Altersheim hinten, da gibt es noch ein Japan-Restaurant. Das ist dann echt japanisch, auch die Richtung alles. Da kann man am Tisch dann kochen und so weiter, das ist ganz etwas anderes. Also da ist eine unsere Region. Ne? Ja. Wenn wir noch da hinten gehen. Jetzt könnte ich euch noch einmal zeigen, das, was alle Kleine eigentlich einmal gerne gehen. Das ist G-Bar. Weil der sieht im Moment auch noch nicht so nach Skibar aus. Hört so.
Da siehst du es noch einmal gut. Das ist jetzt das Fenster, das du vorhin auf dem Foto gesehen hast, auf der Visualisierung, wie man dem sagt. Dass wir einmal wissen, wie es aussieht. Ich arbeite sehr viel mit diesen Visualisierungen. Dass man sieht, was für Materialien hat der Architekt ausgelesen. Hier gibt es die Schmiede mit drin, wie wir gesehen haben, den Feuerstell. Und der Skibar geht von hier bis hinten. Da ist ein Dreigang Richtung Bahnhof, wo man von hierher reinkommt. Und geht dann noch um die Ecke um. Also heute in einem Jahr sollte da innen so der grosse Betrieb sein. Da sollten wir dann anstoßen mal auf etwas. Nein, das werden wir schon schaffen. Und jetzt könnten wir mal noch in den Wellnessbereich kommen. Das ist vielleicht auch noch einmal glatt zum Schauen, wie es dort aussieht, wo wir jetzt erst in den Anfang sind. Dass man später mal sieht, wie dann mal so eine Whirlpool und alles aussieht. Ja, jetzt kommen wir in einen anderen Bereich noch. Nicht mit Restaurant, das ist dann der ein Teil des Wellnessbereichs. Das gibt dann die verschiedenen Whirlpool-Anlagen da drin. Mit dem Eisbad dort hinten, wo dann mal für die Sauna natürlich gedämmt ist und so weiter. Da sieht man auch, dass der Robo jetzt ausgekleidet wird. Und das bedingt jetzt den ganzen Winter unseren Job da rein. Darum können wir auch heizen, dass wir jetzt da voll mit der Plattenarbeit anfangen und Technik noch einbauen, die heute auch sehr grosser Anteil ist. Dass dann die richtigen Sprudelsachen drin sind und was auch immer damit sollte gemacht werden. Sehr schön ist da vielleicht dann mal die Aussicht raus, Richtung Bahnhof. Wo man dann da wirklich eine riesige Fensterfront hat, wo man das total hell machen und in die Berge sieht. Ja, das stimmt. Ja. Das ist über zwei Stück ist da der Wellnessbereich angedenkt, dass man ein Volumen hat. Da sind wir jetzt im sogenannten Beauty-Bereich, wo dann die verschiedenen Kosmetikbehandlungen stattfinden können. Plus Physiotherapie gibt es noch, Massage natürlich. Und unten dran ist noch der Fitnessraum. Wo dann alle Fitnessgeräte drin sind, dass man ein volles Angebot hier bieten kann. Schön. Da vor oben ist noch der Ruheraum, der etwas erhöht ist. Darum haben wir hier die Treppenanlage. Dass man da etwas erhöht, dann sicher einen Ruheraum noch gestaltet. Wo man nachher schön hinten raus sieht. Ja, wo auch wieder der Blick Richtung Furka ist. Das ist sicher auch schön. Ja. Ja. Das ist sein Bad. Ja, das wäre das Eisbad. Ja. Ich hoffe, es wäre nicht ein Eisbad, aber im Moment ist es ein Eisbad. Das ist der Indoor-Pool, wie man sieht, hier mit den Düsen im Boden. Ist sehr lang, so eigentlich wirklich zum Schwimmen. Was man noch sieht, ist vor dem Gerüst ist noch der Outdoor-Pool. Der wird dann auch in Betrieb sein, Sommer und Winter. Das ist auch das ein Thema gewesen, wie man den betreiben kann, dass im Winter nicht grosser Wärmeverlust ist und alles. Jawohl. Aber da sind wir noch eine ganz spezielle Technik noch am Planen. Also, dass man auch im Winter raus kann schwimmen? Ja, das wäre das Ziel. Sommer auch das wäre ja das Ziel von dem. Ja. Leider haben wir hier nicht Thermalwasser, das sowieso 40 Grad ist. Das würde vieles vereinfachen. Und dann ist da außen noch, jetzt nicht sichtbar, sicher schön dann einmal die Eisfläche auf dem Teich, wo im Sommer ein Teich ist. Ist im Winter ja dann eine Eisfläche mit einer Eisbar da vorne. Das ist sicher einmal noch gut. Und hier speziell sieht man jetzt die grossen Löcher, wo noch die Holzplatten drin sind. Das gibt dann jede Lounge, wo ein Gast hat, gibt eine Schmiede drin. Das sieht dann mal sehr schön aus. Dann. Wo Sie können von innen rausschauen? Jawohl, das Feuer ist dann da innen im Schmiede und das tut dann eine gewisse Atmosphäre bei den Bütern. Und rauskommen Sie dort vorne bei den Türen? Jawohl, dort raus gehst du in den Outdoor-Pool. Jawohl. Natürlich auch durch eine Schleuse im Winter und sonst ist das dann alles offen. Aber das wird alles verglast. Jawohl. Da sind wir jetzt dran, noch das Glas machen. Wir hoffen noch, wir schaffen es noch. Trotz dem Schnee und dem Eis. Wir müssen noch zubringen, sonst können wir da innen den Winter durch gar nicht ausbauen, schaffen. Was wir natürlich müssen. Das ist ja klar. Ja, das wäre der Teil. He? Jetzt könnten wir noch hoch in die Trakt von der Gemütlichkeit des Hotelzimmers. Urs, wir sind jetzt hier in einem wunderschönen Zimmer. Das ist erst gerade kürzlich fertiggestellt worden. Ist jetzt das eines der grösseren oder eines der kleineren Zimmer? Nein, so gross ist es wirklich eines der grösseren. Die kleineren haben wir schon länger fertig gehabt. Das sind auch die anderen, die wir schon bereits etwa 20 fertiggestellt haben, im ganzen Bau innen schon. Und das ist jetzt das Grösste, wo wir effektiv die letzte Woche noch mal freigegeben haben, um genau so jetzt herzustellen. Mit den Holzarten, mit dem ganzen Beleg von Teppich und allen Einrichtungen. Die Beleuchtung ist da sehr ausgeklügelt worden noch. Da hat man lange dran gemacht. Das ist aber jetzt auch bestimmt worden. Und jetzt ist das Zimmer, das eigentlich jetzt wieder in einer 30-fachen Ausführung wieder rausgeht in die Produktion von diesen Firmen.
Ich bin total beeindruckt, was da hier läuft und geht auf dieser Baustelle, bis überhaupt auch so ein Zimmer steht. Jetzt selber auf der Baustelle, du bist ja eigentlich eher von der Industriebude hergekommen. Was heisst das für dich hier, das Baumanagement zu machen von diesem Jedi? Also es ist eine Herausforderung, die ganz anderer Art ist. Wir haben erstens viel, viel mehr Partner in einem Hotelbetrieb. Weil der Industrie ist eigentlich vorgegeben. Man wird am Schluss, jetzt bei der Novartis, wird man am Schluss ein Medikament für Augen tröpfen. Da weiss man ganz genau, wie der Abgang ist, wie das muss laufen, wie viele Meter das die für Bahnen sind, wo das produziert wird und verpackt wird. Und da ist alles individuell. Und man hat natürlich Küchen, Lagerräume, man hat Nebenräume von der Technik, man hat den Wellnessbereich. Das ist auch Neuland für mich, dass so viel im gleichen Objekt so viele verschiedene Details müssen bearbeitet werden und vor allem die Technik immer anders ist. Hier legt man Wert auf Ambiance, auf Behaglichkeit. Oder? In der Küche unten muss es wieder schnell gehen, dass es sehr handlich angeordnet ist und so weiter. Mhm. Und das war sehr, sehr schwierig gewesen, zum Teil zuerst am Anfang. Jeden Planer wissen, was er genau will, weil es sind ja verschiedene Leute, die das auch dann planen. Und hier auch natürlich die Bauherrschaft. Und die jede Gruppe, die auch sagt, wie es hier kommt. Und jetzt im Moment, muss ich auch sagen, ist es jetzt wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Wunderschön. Und wie viele Leute sind jetzt heute in dem Jedi, die arbeiten? Also in dem ganzen Jedi, wo ein riesiges Volumen ist und Räumlichkeiten, wo die Leute arbeiten, sind jetzt im Moment etwa 340 Leute dran. Wo das? Und das ziehen wir durch bis am Ende, weil wir können nicht mehr jetzt reduzieren an Betrieb. Ob schon die Fassade nicht ganz fertig ist, da hätte man jetzt müssen ja dann wegen dem Wetter einstellen. Wir können noch ein paar Isolationen machen und so, aber innen dran ist jetzt natürlich ein riesen Bedarf da. Das hat man gesehen heute im Rundgang vielleicht, was noch alles Nötigkeit hat. Also man sieht, dir geht die Arbeit hier nicht aus. Nein, jetzt zu dir selber, wohnst du hier in Andermatt und hast ja schon ein bisschen Bekanntschaft gemacht mit Andermatt selber? Ja, sehr. Sogar meine Familie ist begeistert. Wir haben die Andermatt haben sie nicht so kennengelernt. Ich habe zwei noch ältere Söhne, sie sind ja schon 25. Und auch die sind in meiner Wohnung. Logischerweise habe ich hier oben eine Wohnung. Ich wohne hier unten, wie so wie von der Baustelle. Das ist alles immer im Griff gehabt. Habe ich eine Dachwohnung dort mieten, tipptopp. Und fühle mich sehr wohl. Verbringe auch Freizeit natürlich hier oben. Braucht man auch. Zwischendrin mal in Oberhof aufrennen oder so etwas. Und die Familie kommt sehr viel rauf und die Jungen auch sind begeistert auch vom Ort. Das muss ich sehr sagen, ist eigentlich erstaunlich, dass die auch im Winter, logischerweise, aber auch im Sommer sehr freut. Gerne da noch Biken und was man alles kann. Also ich sehe, ihr seid auch sportlich. Ich nehme an, du würdest auch Skifahren. Das ist auch so, hast, ja. Wahrscheinlich hast du den Gemstock-Huntergötsch kennengelernt und Sedrun, oder was sagst du da dazu? Ja, schön ist natürlich, wenn man Sedrun fahren kann, ohne dass man in den Zügel rein muss. Da bin ich auch froh. Das muss ich auch sagen. Ich bin nicht so der Fan, der morgen gerne in so einen Zug sitzt und da sich immer allen raufgeht. Aber ja, ich bin natürlich begeistert, wenn das auch kommt. Und, aber es ist nicht Bedingung. Ich sage gar jetzt, auch meine Frau sagt, hey, es ist schön, wenn eigentlich das Skigebiet so erhalten kann werden, dass es nicht der grosse, grosse Rummel ist von wie jetzt einem Alberg, wo ich letztens war, bis letztes Jahr. Das war gewaltig. Da habe ich mich auch nicht mehr wohl gefühlt. Jawohl. Und das schätze ich. Klein und fein. Ja, schätze ich sehr. Muss man können vermarkten, vielleicht ist das auch heute gefragt. Ja, okay. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter schauen. Ja. Wir sind hier in einem kleinen Penthouse. Und was haben wir da für Spezialitäten? Ja, da haben wir Spezialität, dass es eigentlich nicht gross ist, ob schon das kleine Penthouse ist. Aber schön ist hier die Bogenkonstruktion von der Dachkonstruktion. Das ist ganz Holzbinder, der als Element ist, von unten rauf, wo man dort transportiert hat. Dort mussten wir zerlegt haben, weil die Spannweite zu gross ist. Dort schön rauf wären wir nicht gekommen. Darum sieht man die Eisenteile, die man halbiert. Es sind dann Drittelsbögen. Und an der Kante ist der schöne Bogen, wo man sieht, innen, wo offen ist nach oben, und die Hauptdrahtkonstruktion geht jetzt ins Dach rauf. Und das kann man dann gestalten, wie man will. Man kann das zeigen oder kann es verblenden mit Gips oder kann es so oder Holz. Also ist man dann noch frei mit der Innengestaltung? Ja, darum haben wir es extra Freitragung gemacht, ja, dass man da alle Wände muss machen und so weiter. Kann dann noch seine Wünsche einbringen. Ja, und was sind die Maschinen da oben? Ja, das sind also Maschinen, die man heute braucht. Das sind die Klimageräte, die man jetzt sieht. Dass jedes Unit, auch unten, plus Penthouse, haben eine eigene Klimaanlage.
dass sie autonom bedient werden können, was sicher ein Vorteil ist für einen Gast. Und schallmässig ist natürlich viel besser. Man hat keine Kanalwirkung, wo man etwas hört oder schmeckt und so weiter. Das ist sicher ein Vorteil. Das baut man jetzt eben ein, damit wir dann nachher auch den Ankauf fertig machen auf den nächsten Dezember. He. Wunderbar. Ja. So schön. Immer. Urs, wir sind hier in einem von diesen 5 Penthouse. Ihr habt schon etwas verkauft. So weiss man auch schon ein bisschen, wie man das innen da einrichten will. Kannst du uns etwas darüber sagen? Ja, wir haben von einigen schon Pläne bekommen, wo sie schon wissen, mit einem Innenarchitekt, wie sie das gestalten wollen. Es ist sicher nicht ganz einfach, hier etwas, ich sage jetzt, Behagliches zu erreichen. Es ist sehr grosszügig. Man sieht, dass wenn man schon Loftwohnungen gebaut hat, wie die eigentlich grosszügig sind. Aber dann ist meistens eine Geschosshöhe gegeben. Und da ist natürlich das Riesenvolumen, das man noch in den höheren Teil hat. Man kann es aber unterteilen, der Höhe. Man hat hier Fenster im oberen Bereich, wo man eine Galerie hineinbauen kann. Ob der Beton ist oder Holz, ist dann am Bauherr überlassen. Und wir haben einfach ganz verschiedene Ablaufmöglichkeiten geschaffen. Man sieht, auf dem Boden hat überall Abläufe, wo dann mal Wasser, ob es Badezimmer, Whirlpool-Anlage oder was auch immer, Küchen natürlich sind. Man hat da schon freie Hand, kann man dann da wünschen, was man eigentlich ausbauen will. Und natürlich die Grosszügigkeit, vielleicht will jemand die ganz lohnen. Macht einfach den riesen Luft dahin. Wir müssen uns auch überraschen, was jetzt die letzten Pläne sind. Wir werden das auch jetzt im 2013 im Frühling ausbauen, dass die dann mit dem Hotelbetrieb auch könnten. Beziehen. Ja, müssen wir kennen, dass wir nicht Baulärm haben, wenn die Hotelgäste da sind. Das wäre das Ziel, oder? Gut. Ja. Was man da jetzt auch wieder könnte sagen, ist auf das Fenster, das sehr grosszügig jetzt wirkt. Da sieht man auch wieder das, was wir in der Fassade gesehen haben, die Lattis, die dann da montiert werden. Wir haben wieder den Eisenbügel oben und das tut dann eine Art noch so wie ein Raster geben, wenn man da zum Fenster so wie ein Bild, wo auch die ganze Fassade von außen her dort wieder ein bisschen auflockern und abdecken, oder? Also wir haben heute das grosse Glück, dass das Wetter stimmt, dass man zuerst mal eigentlich den wunderbaren Ausblick sieht, wo die Gäste hier werden haben. Andermatt ist wunderbar verschnitten. Jetzt auf Weihnachten stimmt alles. Ich denke, das macht einem schon ein bisschen Freude, das Bauherr auch. Ja, aber das ist auch das, was hoffentlich auch mal motiviert, dass man mal das nachher mal fertig dann sieht, oder? Und auch sicher Käufer wird da. Wenn wir die Aussicht anschauen, da gegen das Hospital hinter und das Furka-Gebiet, das ist wirklich einmalig mit der Morgensonne. Und ich glaube, das ist schon das, was auch Andermatt stark macht, dass man Natur muss verkaufen muss. Und nicht nur das Hotel als solches. Aber wenn natürlich beides zusammenpasst, wie da jetzt eigentlich, wenn man sieht, ihr seht jetzt auch den Eindruck bekommen, es ist eine qualitativ gute Sache. Und das zieht sicher auch die richtigen Leute hin. Und du hast eine fantastische Lage. Du bist mitten im Dorf. Ja, und gleich bist du mitten in der Natur draußen. Also, ja, Schneelauf, Langlaufläupe und alles im Winter. Hast alles dahin. Ja, genau. Die Skipiste ist vor der Tür, die Langlaufläupe ist vor der Tür. Ja, das Eisfeld sollst du jetzt dann noch gehen, im Hinterhof. Also, was wünscht man sich da noch mehr? Ja, das darf man sagen. Schönes Weihnachtsgeschenk. Gut, Urs, also, wir danken dir im Namen von der Bergstimme ganz recht herzlich, dass du für uns Zeit gefunden hast. Ich nehme an, du musst jetzt denke ich, wieder an die Arbeit gehen, weil da wartet wirklich viel Arbeit auf dich. Und wir hoffen, wir dürfen dann wieder einmal vorbeischauen, wenn die Küche fertiggestellt ist und gewisse Räume fertiggestellt sind, dass wir da einen Folgebericht machen können. Machen wir gerne, ja. Selbstverständlich, ja. Danke auch. Okay, danke vielmals.